Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Willkommen zu einem neuen Video, und zwar ein Stadion-Vlog. Wir spielen heute ganz genau. Wir sind heute beim Spiel Laute gegen Nürnberg, DFB-Pokal. Achtelfinale, oder? Ja. Ja, Achtelfinale. Mit dabei ist. Hallo. Der Dickschädel, ja, hallo. Dickschädel? Ja, vor allem der Dickschädel auch, okay. Ja, geh mit der Kurve. Dann noch der Herr Bober ist da hinten, der Fährer. Hi. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann später, aber bist du noch? Hallo! Schneeregen, es ist Schnee und es regnet. Hallo! Und ja, ich genieße hier gerade richtig schön Pfefferminztee. Du weißt, was alles ist, oder? Mhm. Ein Schluck war noch drin. Ich habe gerade nicht gewusst. Nein, ein kleiner Schluck war noch drin, hast du verraten? Nö. Nur. Ja. Wo sind wir gerade, Herr Thomas? Backstadt Johannes am Kreuz. Okay. So Leute, heute gibt's wie jedes Mal die Spieltag vor Analyse, Info, wie ihr es haben wollt. Und zwar, der FC Kaiserslautern spielt heute gegen den ersten FC Nürnberg am Betzenberg. Die letzte Runde im DFB-Pokal hat Lautern gegen Köln 3:2 gewonnen. Stehen damit im Achtelfinale gegen Nürnberg. Wie die Spielausgangslage der Welt ist, 72 Spiele gab es Aufeinandertreffen von den beiden Vereinen. 32 Siege gegen den FCK, 26 Siege an den ersten FC Nürnberg. 14 Unentschieden davon kamen raus. Heute ist ein wichtiges Spiel, und zwar ob Lautern in Abwärtsstrudel mitgeht oder rauskommt aus dem Abwärtsstrudel. Und sie haben jetzt einen neuen Trainer, Kramotzis. Mal schauen, wie es sich ergibt, ob der was reißt. Das wird sich zeigen. So, wir sind jetzt am Betzenweg angekommen. Der ist da vorne. Da vorne. Ja, man sieht mich. Herr Thomas kommt dann später nach, weil der bringt das Auto. Parkt da, weil hier oben keine Parkplätze sind. Rüber. Ja, du musst wachsen! Ich bin so klein! Lass mal da rüber gehen! Da musst du halt wachsen! Alter, ich renn halber, wie du normal lebst! Das ja, ist ja. Wir müssen das nächste Mal ins Bauhaus vorher und müssen Pflanzendünger holen. Pflanzendünger! Schütten so eine Kübel drüber und geht das schon, vielleicht wachst du. Oh, den Arm treffe ich noch! Weg mit dem Zwerg! Also, wir sehen uns dann nachher im Stadion wieder. Bis dann! So, wir sind jetzt im Stadion. Hallo. Der Rotmützel auch. Hallo. Also, die Plätze sind saugeil. Ja, das ist der beste bis jetzt. Leute, wie es ausschaut, gibt es eine Chore. Ein großes FCK-Wappen. Also, es wird relativ cool. Die Nürnberger sind zwar noch nicht da vorne. Aber ich glaube, da wird ein großer Haufen kommen. Außer es gibt halt auf dem Weg irgendwelche Probleme mit Polizei, weil sie sich irgendwie. Also, im Stadion total ist erstmal schön warmen Glühwein trinken. Auf jeden Fall. Wir kommen, schauen rein. So Leute, ich habe mich vorher verplappert und vorher nur Torhüter. Jetzt ist die Mannschaft da. Vorher waren es nur ein Spieler. Ja. Ja, moin, die Pyrotechnik wird da richtig. Von angefangen, das ist das Geile. Also heute ist es richtig geil. Ab und da. Und jetzt ein Tor. Jo, die freue ich mich schon. Da gibt es eine geile Choreo von Lautern. La 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 la. Merkt die Choreo noch, also. Aber die Choreo ist geil, das Wappen komplett hat schon was saugeiles an sich, also. Geht's!
muss aber sagen, die Aussicht ist schon richtig geil. Also die Aussicht ist wunderschön. Es gibt hier einen packen Fahrstuhl zum Hochfahren. Das ist der komplett schöner Blick. Weil der Halter ist ausgeschüttet. Aber laut dass die Nase auf den Vorfahren dabei. So Leute, jetzt sind wir in der Pausenanalystik. Und zwar, ich würde sagen, ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Lautern hat, finde ich, viel mehr Chancen, aber sie verwandeln sie nicht. Nürnberg hat auch ein, zwei gute Chancen, also ich würde sagen, sehr ausgeglichen. Und hiermit gebe ich zurück an meinen Ausmoderator, an mich selbst. So Leute, okay. Zweite Halbzeit. So eine zweite Halbzeit. Jetzt laufen gute Stoffe lauter, weil Lauter spielt jetzt aufs heimische Kurve, also es könnte schon was geben. Komm, Ecke, komm. Oh nein, Eckentor, komm. Und. Komm, schieß! Nein! Drüber, Scheiße! Also, Ecke von Nürnberg, gefährlich. Hoffentlich wirklich kein Tor, hoffentlich. Haut es jetzt gleich vor und schießt es einen ins Nürnberger Tor. Oh, Scheiße! Oh ja. Scheiße, das war knapp. So habe ich das nicht gemeint. Ja, 50.000 für ein Zweitligaspiel, das ist krass, wirklich, muss man sagen. Ja, jetzt komm, 20 Denkmal gefühlt, jetzt komm, low, komm, komm. Kurve schreien! Ach ja, bis zurückspielen! Aber wohin? Komm! 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 Was tun? Zieh doch ab! Vielleicht noch ein Tor, aber zu 10 ist es eher mal verwirrend. Ergebnishaltung mehr. Ja, Sieg! 2-0 Pokalsieg gegen den Nürnberger!
Halbfinale, jawohl! Ja! Ah! Jawohl! Gehen wir weiter so! Schwung für die nächsten Spiele, ja! Wann ich dasselbe Grüße mit Maxi und später wieder im Reporter. Aber wenn nicht, jetzt beendet oder bis dann, ciao!